Hallo und herzlich willkommen zu einem 700 Abonnenten-Special. Und jetzt kommt wieder mal ein Special und wieder dabei ist. Ja, genau so in der Art. Ja, genau, der Scherer ist wieder da. Der Scherer LP von nebenan, nicht ganz, genau. Aber. Naja. Aus Nachbarhausen. Und. Er ist wieder da. Er ist wieder da. Ihr habt ihn bestimmt vermisst jetzt über die Zeit. Naja. Ja, ein Let's Play-Gast war ja auch schon, war ja gar nicht so lange her. Physisch schon. 30 Abonnenten-Special war ich doch auch schon hier, Leute. Wisst ihr das 50. nicht? Tut mir leid, ihr 650 Neuen hier, wisst ihr das denn nicht? Ja, ein 50 Abonnenten-Special, wer das sehen will, der, das ist auch so ziemlich ein Survival-Part gewesen. Verlinkt in der Videobeschreibung. Ja, höchstwahrscheinlich, denke ich mal. Ja, ne. Ja, wir haben nämlich vorhin so beim, kann ich mal erzählen, beim Testen, ob das Mikrofon funktioniert, dann hat es erst nicht geklappt und dann haben wir gemerkt, ah, jetzt geht's und ich dann ein die Erleuchtung ausgestoßen. Ich glaube, das werde ich nie nochmal so perfekt hinkriegen. Und Annie hat es natürlich direkt gespeichert und das wird jetzt wahrscheinlich uns über ein paar Jahre noch begleiten. Ja, das glaube ich wirklich, dass das immer wieder mal das kommt jetzt überall hin. Das wird uns wirklich, ja. Ob ich in der Aufnahme zu Gast bin oder nicht. Also ich werde das jetzt auch nicht tausendmal sagen in der Aufnahme, das wird wahrscheinlich ein paar Mal reingeschnitten werden. Ja, ist natürlich reingeschnitten. Julian wird wahrscheinlich nicht tausendmal dieses gleiche A sagen. Ja, Aussagen oder so. Wir können es ja hier schon mal kurz einblenden. Hier kommt es. Gut, da habt ihr schon mal so... Was ist so scheiße hier? Ich komme mir mal ans Kabel. Ja, jetzt ist er Mist hier. Ja gut, okay, das Kabel, das ist natürlich zu zweit an einem Großmembran. Musst du mal gucken, wie... wie Saronic und seine Freundin da aufnehmen... nimmt. Seine Person, ja klar. Nee, das ist auch alles geknubbel. Wir wollten das ja eigentlich mit Facecam machen, aber das kommt dann vielleicht so zum 1000 das Abonnenten. Oder? Zum 1000, wer weiß. Dann habe ich auch noch keine richtig gute Grabcam. Was? Crapcam. Im Moment habe ich eher eine Crapcam. Ja, und das hier ist erstmal das Special. Und es wird gleich geheimnisvoll. Und vor allem... Wir müssen die Stimme schon einmal herunterfahren. Auf Gomme-Modus. Und Gomme-Mode heißt es. Jo. Ist gut, Julian, Slash ich habe dich verstanden. Slash Gomme-Mode. Ja, hast du auch Gommes Revenge gesehen? Ja. Das ist ja wunderbar. Gut, dann jetzt geht es los, wenn wir spielen heute eine Runde. Was jetzt eine Runde? Ein... Ach, da war schon Hardcore. Hardcore im Ultra-Hard-Survival-Modpack. Und ich habe sogar eine Zusatzmodifikation, das Ganze noch schwieriger macht. Deadly World, auch von Vater Toast. Wer nennt sich bitte schön so? Das nennen wir einfach... Toast. Nein, Father Toast. So, Strukturen. Bonus-Chest ist natürlich nicht aktiviert. Biomes of Plenty für das Schöne. Und wir nennen es einfach mal... UHS, genauso wie unsere Welt. Und den Ziel könnt ihr jetzt somit haben. Und wir haben ein paar FPS oben. Create New World. Ich bin gespannt, wo wir rauskommen. Ich kenne nicht den Ziel auf jeden Fall nicht. Hoffentlich sterben wir sofort. Also das ist auf jeden Fall die einzige Aufnahme. Behaupte ich jetzt einfach mal. Bitte nicht sterben. Boah, Hardcore, ich hasse es. Jetzt aber schnell. Und im Dschungel hier ganz schnell mal ausbauen, ja? Ja. Ja, alles klar. Vor allem da Treibsand direkt. Ah oh ja, kannst ja mal reinspringen. Backrills Mod an. Mhm. Ja, ich wollte euch nur mal... Warte mal, Julian. Da hat's doch gerade getinkt. Was? Ich habe nichts gehört. Natürlich, auf dem Radar sehen wir nur die... Nur die freundlichen. Was ist das denn für ein... Ist das Bali? Katzenschwanz. Na, das ist ein Rohrkolben. Naja. Wetland. Ist das wirklich... Treibsand. Mudball. Spring mal rein. Matschhohn. ich spring da. Na, nee, ich würde mich nicht trauen. Also, weil das wird jetzt schon, denke ich mal, die einzige Aufnahme und wenn es nur 5 Minuten lang wird, also das einzige. Ja, meinst du wirklich, lohnt sich das? Würde ich schon sagen, weil, das ist ja, ja, ist halt. Originalgetreu, meinst ja, du, aber das als sagen. Anlauf. Naja, ich bin mal gespannt, wie das die ganze hier verlaufen wird. Also erstmal... Ist der Tweaker-Bälle da drauf? Ich glaube nicht. Muss auch nicht. Also diese Matschbälle bringen mir erstmal nichts. Und Bimes und Plenty kenne ich auch nicht. Warte mal, ich... Das Mikrofon mal wieder ein bisschen so. Okay, bleibe ich auch erstmal hier sitzen, so wie Julian. Ich würde mich am liebsten direkt in der Höhle verschanzen. Oh ja. Mach ja, das mal. Aber genau deswegen wäre das... Das wäre nämlich... Unser sicherer Tod. Ja...
Oh nein, ich trau mich echt nicht auf Hardcore. Das Also spawnt ja wie Hardcore ist ja nicht verrückt. mal das Problem, aber Naja, einfach doch ja speziell dieser zusätzlich. Mod halt. Lol. Ja, das sind die komischen Farben hier. Boah, ist das heftig. Wir spielen übrigens mit R3D Craft Texture Pack 128. Ich weiß gar nicht, wo ich mich hinniederlassen soll. Das ist gar nicht so schön. Was ist das denn hier? Swamp Flower. Das klingt aber interessant, du Ja. denn. Was hast du vor, bitteschön? Ja, halt, mach weiter. Okay. Wie macht ihr Haare, Kids? Ach so, ja, okay. Oh. Das ist wirklich Treibsand, okay. Dann weiter im Text. Das Ganze wird ja auch ohne Playlist. Oh, hier ist eine Höhle. Boah, du erschreckst mich aber schon. Oh, ich würde da Ey, so gern ich hab dich. reinspringen normalerweise. Ja, mach mal. Ja, normalerweise. Und tot in 3, 2, 1. So wäre das dann, Nein! ja. Wir haben auch die Töten. Hütemodifikation drauf. Töten. Hihi. Och, Junge. Das war etwas unerwartet. Oh, nein, eine Pokémon-Kappe. Die wollen wir haben. Nein, nicht da hochgehen. Tschüss! Ich hab's ja nur extra gesagt. Ja, das ist jetzt eigentlich Treibsand. Ich hab gar nicht aufgepasst. Nee, das ist nur wie. Boah. Wie Dingsbums. Das ist wie Seelensand. Okay. Ein Bauarbeiterhelm. Geil. Dich müssen wir mit der Hand töten. Von dem Baum gerannt. Hardhead. Ja, man sammelt die, muss man die aber anders. Craften wir mal die. Ja, die muss man sich irgendwie zusammensuchen, aber auf Hüte liegt jetzt nicht der Schwerpunkt im Moment. Doch. Deswegen jetzt erstmal. Hüte dich. Ich glaube, das ist so, das wird so der S700 Specials. Ja, hüte dich, oh nee. Also wenn da vielleicht mehrere Teile, schätze ich mal. Minecraft hüte dich. Aber vielleicht, hoffentlich werden es mehrere Teile. Das bezweifle ich aber. Ja, wirklich, mehr als 20, weniger als 20 Minuten wird's. Ja, das kann ja ruhig mal ein bisschen länger sein jetzt als Abonnenten Special. Ja, Wenn klar. jetzt eine Dreiviertelstunde ist, aber. Was? Wie lange noch? Oh, eine Sekunde. Durch irgendeine Pflanze oder was? Oh. Ja, Hä? ich weiß nicht, welches Kackviech das war. Diese Dinger. Scheiße. Und das Blöde ist, man hält sich ja nur hier mit goldenen Äpfeln. Und. Alter, hast du mich erschreckt. Das wäre ein Enderman oder irgendwie Ja, sowas. irgendwie so ein. Oh, du bist nur so ein komischer Hut mit so einem Skin drauf. Shrubland. Okay, man kriegt die Achievements beim Betreten neuer Biome. Hier sieht es eigentlich ganz gut aus und freie Fläche. Nicht verkehrt das Ganze. Dann können wir uns jetzt mal hier niederlassen. Wir dürfen auf keinen Fall irgendwo fallen oder so. Ah. Nein. Nein. Das ist so blöd. So ein Robin Hood Choice oder. Nee, war das das überhaupt? Mit dem Apfel. Keine Ahnung. Irgendwoher war das dann mit dem Fallen und dem Apfel abschießen. Ja, mit Wilhelm Tell, der ist auch nicht Ach, neu, Wilhelm ne? Tell, genau, Junge, das ja. hatten wir in der Schule. War das da auch die Szene dabei? Ja, das wäre das komplette Theaterstück doch. Nee, einen Ausschnitt, nur einen kurzen. Nein. Ja, doch, das war doch nichts Komplettes. Nein. Das hätten wir niemals Das war spielen können. komplett. Wir haben es Meinst du, es war komplett? gespielt, bist du blöd? Wir haben noch nichts gespielt. Ja, aber vorgelesen. Ist ja fast Das war das selber. mit den verschiedenen. Ja, vielleicht nicht. Also, jedenfalls nicht nur diese ein Stück mit dem Apfel. Da war auch das, wo der dann die Statue nicht grüßen wollte von dem Ja, Herrscher und das war das, sowas. genau. Ja, das ist aber die Dinger, die ich hab auch nur durch die Schule mitbekommen, sonst kann es auch lesen wollen Ja, oder die was auch lassen wir immer. wieder mit. Nee, da lass mich hier gleich nieder. Ach so. Erstmal hier einen Baum umholzen. Natürlich manuell. Und erstmal aufpassen hier. Oh, es ist heftig. Warte mal, ich muss mich hier. Ja, so muss ich mich hinsetzen. So wie Julian ungefähr. Geil. Wird alles mit dem Kompressor nachher. Ach, nee, so. Noch ist geht's ja relativ bis auf dieser scheiß Rot, rot. Tatsächlich da hinten, aber das. Tatsächlich, ist ja erstaunlich. Da scheiß ich gerade mal drauf. Ja, bringt dir jetzt auch noch nicht so viel. Also wird dir schon was bringen, aber die Creeper-Schutz. Tatsache, dass da was ist, also brauchst du erstmal jetzt Fäden. Schade, ja. Ich glaube, den Baum kann ich nochmal umhacken dann. Komm schon. Bau dich da mal zwei hoch oder so, meine Fresse. Nee, ich will da nicht so viel verschwenden. Der will mich echt verarschen, der Kackbaum.
Dann mache ich halt das mit denen, die gehen jedenfalls etwas leichter. So, jetzt vielleicht. Boah, ist das hoch, das Ding. Lalalalalala. Können wir bald ein Baumhaus machen. Kannst du machen, wäre gar nicht so unklug. Baumhaus. Ja, ich weiß aber nicht, was da alles spawnt. Weniger ja, als sonst. Da drunter vielleicht. Ja. Aber generell jedenfalls ein Haus in der Luft wäre nicht schlecht jetzt. Ah, gut. Wir werden auf jeden Fall eine Mauer drum bauen, ganz schnell. Okay, Setzlinge auch nicht verkehrt. Die können wir uns alle mal dahin hinpflanzen. Aber ich würde erstmal um dein Haus möglichst viel kahle Fläche lassen. Aber dann direkt... Ach, Inventory Tricks ist drin. Aha. Stopp, erstmal auf Y. Wieso? Das muss so ein Feed-the-Beast-Angewöhnung. Mhm. So, daraus machen wir natürlich jetzt erstmal, das wird auf jeden Fall kein schönes Haus. Das muss auch nicht. Für den Anfang jetzt jedenfalls. Wie bei Rockstar LP und Master LP aus dem Ultra-Hardcore. Hast du mal gesehen, das? Ja, hab ich mal gesehen, das war, das nicht... Wasser drüber laufen einfach und aus Erde dann noch eine... Ja, Schicht, ja, klar, das ist... total hässlich. Die potthässlichsten. Auch verhungern darf ich hier nicht. Aber Kühe sind ja genug da. Und dann heißt es in den Untergrund bauen. Oh, das hat ja gut geklappt. Das war es zum Glück noch nicht. Hier habe ich ja noch ein bisschen. Zweier reicht ja auch erstmal. Also nicht, wird natürlich nicht so bleiben, aber erstmal, um dann sicher zu sein. Hier ist Platz für eine Tür. Für eine Holztür. Vor Zombies auch alles andere als sicher, aber. Ah ne, die können ja nicht so einbrechen, oder wie war das? In der Art so. Genau anders. Nein, von außen können die direkt dran kloppen. Nur das hier ist ein Halbblock oder so. Es ist ein Achtelblock noch verschieden und das hier ist ja wie ein Ganzer. Irgendwie, dass man die von außen einsetzen soll, weil man da irgendwie durch die Tür. Ja, das war Beta. Uralt war das. Na gut. Okay, erstmal hier so ein bisschen, ja. Mhm. Nein, Solarhelm! LOL, Feed the Beasts Zeugs, lustig, wusste ich gar nicht, dass das gibt. Solar Helmet. Es gibt auch das A-Team-Schwein. Das A-Team-Schwein, das seht ihr auf meiner Facebook-Seite. Vielleicht wird es auch hier ganz kurz eingeblendet. Höchstwahrscheinlich, da gebe ich mir bei Specialty etwas mehr Mühe. Also nochmal ganz kurz, hier. Das war doch die Verarschung mal von ConCraft, oder nicht? Irgendwie so, Let's Play und wir bauen jetzt hier ein Haus und jetzt genau. Ist eingeblendet, jetzt wieder nicht. Ich weiß nicht, ob wir... genau, ein Erdhaus gebaut. Also am Anfang, wir bauen jetzt so ein Haus, dann so wie quasi eine Villa mit Pool und allem gezeigt. Ein Erdhaus gebaut und dann so, jetzt gucken wir uns das andere mal im Vergleich an. Ja, ich finde, ich habe das in der Zeit und mit den Materialien sogar noch besser hingekriegt. Und, oh oh. Ja. Schafe. Thomas Schafe. Ah, ich esse einmal was. Du hast keinen Stein für den Ofen. Ab in den Untergrund. Am besten hier. Hast du noch Stämme für Fackeln? Nö. Oh, das spawnen die alle vorm Gesicht. Und ich habe auch gar keinen Stein für sonst was. Mit einer Bonustruhe wäre das alles nicht passiert. Oh, lol. Das alles wäre nicht passiert. Glaube ich. Es wurde aber verdammt schnell Nacht. Und hier spawnt sich halt gleich was drin, wenn du wieder rausgehst. Cola! Und aus den Füßen schlotte ran hoch hinaus. Ne? Ja, höchstwahrscheinlich. Kennst du, ne? Bau das doch nicht mit. Ja, was denn? Bau dir das mit Stein wieder zu. Mit nur Erde oder so. Ja, okay. Bleib doch mal ruhig. Hey, siehst du ja keinen Stein. Ah, das wird witzig. Ah, Leute, es ist nicht einfach. Scheiße. Ich sehe aber auch nix. Ach, auf Moody. Ich sehe nix. Okay, da macht schon wieder weniger Angst hier. Ich kann nix hören. So, erstmal diese einschichtigen machen. Sieht nicht nach Kohle aus. Nee. Boah, ich sehe da aber nix. Ich sag, du stirbst noch diese Nacht. Nein, also du bist auch so Ja, nee, wirklich, das glaube ich wirklich. Ja, es wird aber verdammt schnell dunkel, musst du zugeben.
Wieder schneller als in normal. Nee, also das wäre ziemlich... Nischt. Schade. Oh, scheiße. Ich trau mich jetzt... hier im Untergrund weiterleben. Auf jeden Fall ein bisschen Licht lassen, allerdings... Natürlich viel Licht übrig gelassen. Ja, aber nicht, dass die Monster ja hier noch reinkommen. Das ist halt, hat schon... Ach du Scheiße. Das ist aber echt ein Fischer. Das klappt dir ja beim anderen ja besser irgendwie. Oder du baust einfach komplett gerade nach oben, wo Licht reinkommt. Aber da auch, wenn sie da runterfallen, dann auch weiter nach unten einen Schacht. Hä? Ja, ich würde also, auch gerne auf Tag du baust warten da irgendwie. Oben. Ja. Dass da halt Licht durchkommt. Aber damit kein Monster runterspringt, neben dir steht, baust du auch nach unten. Ja, okay. Die Säule quasi dann so. Dass sie dann weiter runterfallen, wenn sie da runterspringen sollten. Was ich meine. Ja, genau, jetzt zwei am besten oder drei. Ja, so viel wie geht gerade. Ja, tiefer runter kommt man ja nicht. Das ist jetzt hier nicht, das ist hier das. Ich ja wieder hochfahren. Nicht, dass wir das jetzt im Vorbeigehen hier machen. Aber es kommt wirklich Licht rein. Ja, natürlich. Das ja, dachte ich mir gar nicht so. Weil das ist... Ja gut, es gab jetzt auch ein Licht-Update. Okay, das war gar nicht so eine dumme Idee. Vielen Dank auch. Das war überhaupt gar keine dumme Idee. Das habe ich auch nicht irgendwo als Tipp gelesen. Das habe ich auch wirklich gerade so gedacht, dass das... Ja, da denke ich mir auch. Das ist wirklich hell. Gut, dann, aber Kohle, eigentlich brauchen wir nur Kohle, das ist, sonst... Na, und Eisen wäre auch nicht schlecht, und Diamanten und Gold. Oh ja, das haben wir ja direkt gefunden bei uns damals. Ja. Weil das noch dieses komische Better Ort ist für Buschen drauf war, was ich auch nie wieder drauf machen würde. Das war echt ganz seltsam, auch schon Diamanten gefunden haben wir noch nicht mal Eisen gehabt. Aber wir könnten ja auch schon wieder diese Zombie-Katzen spawnen. Hier gibt's keine Kohle. Unglaublich, der Scheiß. Und Hacke kaputt in 3, 2, 1. Yeah! Okay, Werkbank-Tour. So, Julian wird nie wieder mit der Fliegenklatsche klatschen. Ja. Du hast dich erschrocken, oder? Nee. Also ich fand das ein bisschen entspannend gerade. Mach das gleich nochmal. Alter. Nicht von dieser Welt. Sieht interessant aus, würde ich sagen. Ah, Licht! Ich hoffe, es erlischt nicht. Oh. Was habe ich vor? Ja, das erlischt bald nicht. Oh. Ja gut, das hatte ich auch schon gedacht, aber ich dachte, das wäre zu... Ja, es ist so primitiv, wie du denkst. Nein, 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 nein! God damn it! Silberfische! Jawoll! Julian krümmt sich hier vor Lachen. Ich finde das schön. So, und wir müssen definitiv Essen sparen, deswegen einmal. Ja, das hier ist ein Silberfischstein. Wann hört man das? Das dauert länger zum Brechen. Wetten, das ist einer. Ich riskiere es aber ungern nur. Bitte! Oh, ein Glück. Warum müssen die auch gerade hier sein? Bitte, kommt schon. Oh, oh. Und es ist dunkel. Sticks. Naja. Och, nee. Tut mir das nicht an. Ah. Ja, Sticks müsste man noch, aber ich habe auch gar kein Holz mehr. Sticks Resin. Oh, Sticks Resin. Oh. Hey, hey. Eigentlich könnte man jetzt natürlich warten. Ja, ein bisschen weitermachen. Bisschen schon. Ich sehe nicht, wie schnell das abbricht hier. Das geht noch. Was geht das? Das war ein Silberfischstein. Das hatte ich auch sofort gemerkt. Ja, ich auch. Das hat schon wirklich zu lang gedauert und dann sofort Schwert zücken hier. Oh, ich kann auch in dieser einer Breite kann auch was spawnen.
Mein Gott. Alter. Das erschreckt. In der Nachbarschaft so mit Echo auch noch so ein Schrei. Oh. Unglaublich. Es wird übrigens Tag. Ja, oder? Ja. Ich guck in der Karte. Ja, sieht man so ein bisschen. Boah, und dann geht's auf jeden Fall auf Bäumenjagd und erstmal gucken. Also ich guck gerade mal kurz. Durch die Säule hochbauen, ne? Ich guck gerade mal kurz, ob da wirklich viele Monster gespawnt. Creeper direkt davor. Ja.